Noch eine persönliche Geschichte. Macht nicht den Fehler, dass ihr Rendite sucht mit dem Torwart. Sucht Freiheit. Das habe ich leidvoll, also wirklich leidvoll erfahren dürfen. Ich bin Banker. 1994 bis heute bin ich Banker. Ich weiß, glaube ich, was ich tue im Finanzbereich. Und ich habe damals mit Bodo 2006 angefangen und ich hatte 2007, 2008 so meinen persönlichen Durchbruch, was Gehälter angeht, also was Einkommen angeht. Ich bin Unternehmer, dementsprechend nicht Gehälter, sondern mein Unternehmen ist gewachsen. Und ich hatte, so wie das ist, wer ist alles Unternehmer von euch? Gib mir mal kurz ein Handzeichen, dann werdet ihr es nachvollziehen können. Habt ihr Unternehmen? Guck mal, hier sind es auch ganz viele. Dann kennt ihr das, wenn man ein Unternehmen hat, was auf einmal viel mehr Gewinn macht als vorher. Was kommt im nächsten Jahr? Schreibt es mal in den Chat. Was kommt im nächsten Jahr garantiert auf euch zu, wenn ihr viel, viel Gewinne macht? Ich will es mal im Chat lesen, ob das alle Unternehmer wissen. Weil das wissen wir auch, dass wir dann Rücklagen bilden müssen. Steuern, gut. Das Finanzamt. Es kommt garantiert das Finanzamt auf euch zu und sagt, ey, ist ja total toll. Ich freue mich riesig für dich, dass du so viel mehr Gewinne gemacht hast. Aber ich will meinen Teil davon abhaben. Und zwar nicht nur rückwirkend. Was macht das Finanzamt noch? Vorauszahlung. Du wirst das im nächsten Jahr ja genauso machen. Deswegen zahl mal schon mal was voraus fürs nächste Jahr. Wir sprechen davon, dass ich im Jahre 2008 rund 100.000 Euro, wusste ich auch, war vollkommen in Ordnung, nachzahlen musste. Ich habe schon mal angepasst und sowas, aber das kannst du schnell manchmal gar nicht anpassen, wie das alles funktioniert. Das heißt, ich musste 100.000 Euro ungefähr liegen haben. Hatte ich auch. Was habe ich damit gemacht? Ich bin ja schlau, ne? Deswegen seid bitte schlauer als ich. Deswegen lernt aus meinen Erfahrungen. Ich bin schlau und habe mir gesagt, 100.000 Euro da liegen lassen? Also, du bist ja der letzte, schlechteste Berater, wenn du 100.000 Euro da liegen lässt. Die investierst du jetzt mal in offene Immobilienfonds. War damals super grandios, hast du eine Immobilie dahinter stehen, geht ja morgen nicht weg, ist ja total sicher. Und die haben dann so 2008, 2007 so 4-5% Rendite gemacht. Ich sag, cool. Tagtäglich verfügbar. 5% Rendite. Sicher. Was hatten wir ganz am Anfang mit der eierlegenden Wollmilchsau? Gibt's nicht. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in dem Bereich. Wer von euch weiß noch, was 2008 passiert ist? Sagt's ruhig. Was? Lehman Brothers. So eine komische Bank, die gesagt hat, Immobilien sind extrem überbewertet. Wir müssen mal ganz kurz korrigieren. Und Lehman Brothers hat es nicht ganz geschafft, das zu korrigieren. Um das ganz platt und salopp zu sagen, meine Immobilienfonds sind eingefroren worden. Kam ich nicht mehr ran. Habe ich gesagt, naja gut, ist ja kein Problem. Ich bin also zu meiner Bank gegangen und gesagt, du, ich habe da jetzt ein Depot liegen, da sind ja deine Produkte drin, 100.000 Euro. Gib mir mal eine Finanzierung, weil das Finanzamt steht da. Und das Finanzamt interessiert das nicht. Das ist ganz spannend. Die interessiert das nicht, ob du da Geld liegen hast. Ich sage, okay, gib mir mal ganz kurz eine Zwischenfinanzierung, bis das Ding wieder offen ist. Was haben die gesagt? Hey, das ist ein Risiko. Also ich weiß ja nicht, was mit meinen Produkten passiert. Ich sage, ihr seid echt vertrauenswürdig, super. Ich kam nicht mehr an mein Geld ran. Und ich musste meinen 100.000 Euro liquide machen. Das ist echt schwer in so einer Situation. Wir haben Gott sei Dank ein wundervolles Unternehmen. Ich habe dann 2, 3 Leute gefragt und die haben dann gesagt, Matthias, komm, wir wollen ganz gut zusammenarbeiten. Ich habe es wirklich privat überbrücken müssen, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Da gehen Leute vielleicht tatsächlich Konkurs in dem Moment, obwohl die gerade einen riesen Durchbruch haben. Lasst euch bitte nicht von irgendwelchen gierigen Gedanken leiten, wo ihr sagt, oh, super toll, ich nehme noch mal ganz kurz die 5% Rendite mit. Gebt dem Spieler die Aufgabe und haltet sie auch für diese Aufgabe. Ich hoffe, diese Geschichten sind euch jetzt wirklich auch einprägend gewesen, dass ihr es nicht durchleben müsst, weil es ist manchmal wirklich, ich erzähle das jetzt ganz lustig, die Phase war doof. Die Phase war echt blöde. Und das ist der Grund, warum ich den Fußballspieler Torwart mindestens ebenso hoch ansetze wie alle anderen.